Recht herzlich willkommen zur 157. Folge von City Skylines. Ja, wir sind rein drin im Spiel und haben letztes Mal hier die Dingens erweitert. Da können jetzt welche dazuziehen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da keinen Wassermangel und sowas haben, ne? Das ist noch gut, beziehungsweise das ist Strom und das ist Wasser, das ist aber auch noch gut. Müllabfuhr ist hier im grünen Bereich. Mülldeponienauslastung ist 41%, geht auch. Ausbildung in der Schule ist okay, passt mit der Uni jetzt sogar. Hier sind noch zufriedene Leute. Wohngebiete könnten zufriedener sein, ist klar. Und Gesundheitswesen ist noch total optimal. Könnte man fast schon überlegen, ob man da nicht noch irgendwie was abschaltet dann, ne? Weil es ist zu teuer, ne? Sagen wir es mal so. Müllabfuhr haben wir reichlich brach liegen jetzt. Hier wäre schon in meinen Augen einer zu viel, wenn, ne? Müsste man mal hier gucken, dass man hier noch einen wegmacht. Aber was nimmt man weg? Da ist ein Krankenhaus. Vielleicht ist das Krankenhaus zu viel. Machen wir das mal aus und gucken, wie sich das ergibt dann. Okay, die sind natürlich mies drauf, ist klar. Krankenhaus hat natürlich einen großen Einzugsradius, aber wie wir sehen, hier sind miese. Und das Krankenhaus steht da und da haben wir auch noch eins. Das heißt, die Reichweite des Krankenhauses geht auch andersrum. Gut, aber wie man sieht, immer noch zu viel. Gesundheit. Hier ist auch ein Krankenhaus. Voll die falsche Stelle wahrscheinlich, ne? Kann man wahrscheinlich dieses aktivieren und das deaktivieren. Aber lassen wir jetzt erstmal. Hinten, das ist auch falsch positioniert, dieses Krankenhaus, ne? Da hätte man zentraler arbeiten müssen wahrscheinlich. Ist das vonnöten hier? Oder das? Ich denke mal, dies hier, ne? Das machen wir auch noch aus. Ja, das ist jetzt hier der Radius gewesen, ne? Und diese Radien sind dann besser. Wahrscheinlich diese tauschen. Ja, müsste man gucken eigentlich. So, brachliegende Häuser sind immer noch da. Die werden uns jetzt auch weiter verfolgen. Befolgen, weiß nicht. Die, die jetzt blinken, haben wir aus. Ist das so? Nein, haben wir noch nicht. Gucken wir mal erstmal Bestattung an. Da geht überall noch genug. Müllabfuhr nochmal rein. Ja, die ist knapp am Rand, aber Mülldeponien sind im Endeffekt noch genug da. Das ausmachen. Nee, stopp, da haben wir was falsch gemacht. Räumung beendet. Brachlegen, das wollten wir machen. So, die sind schon brachgelegt. Das auch. Passt. Die anderen werden gerade geräumt, oder wie sehe ich das? Komplette Räumung hier, oder wie? Gebäude leert sich. Und wir haben noch Auslastung 40%. Sind denn welche auch, die funktionieren? Oder werden gerade alle geleert? Es werden gerade alle geleert, oder? Außer dieser hier hinten, da wo, ne? Kriminalität zu hoch ist. Die ist schon 99% voll. Also kannst du auch entleeren. Ist die Frage, wenn die entleert werden, fährt natürlich auch kein Müllfahrzeug wahrscheinlich, ne? Also hier sieht man ja schon mal, dass das wahrscheinlich voller ist wie das, oder? 72% voll und das? 70, also macht auch keinen Unterschied. Ah, das ist spiegelverkehrt angelegt. Der Berg ist hier. Alles klar. So, die ist leer. Gut, dann lassen wir die mal wieder arbeiten, damit wir überhaupt einen Müllwagen haben, der durch die Gegend fährt. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass die Entleerung irgendwo.
aufhört dann, ne? So wie hier jetzt gerade. Räumung beendet. Dann geht das ja wieder. Und siehe da, zwei Fahrzeuge, zwei Mülldeponien, Auslastung 40%, ist sogar noch runtergegangen, obwohl wir welche abgeschaltet haben. Müllverbrennungsstatus ist dafür an der Grenze. Gut, wir sind hier bei 19.000. Allerdings gehen gerade ein paar Leute weg. Ah, kommt aber wieder. So. Müll war das jetzt erstmal. Wo waren wir denn eben stehen geblieben? Bestattungswesen. Krematorium sind reichlich da. Das ist ein Friedhof, ne? Okay. Das auch. Das auch. Hier ist wahrscheinlich einer zu viel. Machen wir den mal leer. Dann schauen wir weiter. Ist gerade mal 25% die Friedhofsauslastung. Warte, hier ist jetzt gerade einer leer, oder sehe ich? Ja, haben wir schon abgeschaltet. Alles klar, passt. Wir hatten irgendwo noch zwei nebeneinander. Kann das sein, oder vertue ich mich? Ich vertue mich wohl, ist schon erledigt. Ja, hier ist zum Beispiel... Mach den mal so. Die sind alle leer, ne? Ja. Den entleeren und dann schauen wir weiter. Ob das immer so passend ist. Da ist direkt neben eins, da ist neben eins. Wäre vielleicht besser, wenn die verteilt gewesen wären, ne? Tja. Als das Geld floss, war das alles kein Problem, ne? Also den mache ich hier noch zu, ne? Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Es sind immer noch genug da, denke ich. Hier ist auch fragwürdig, ob da nicht... Ja, den machen wir dann auch aus, wenn er leer ist. Gut, aber hier geht es jetzt auch langsam runter, glaube ich. Wie man sieht. Alles gut, 53,5. Ja, Leute wandern gerade weg. Sie sind nicht ganz zufrieden wohl. Jetzt müsste man die Probleme aufnehmen und gucken, was die Sachlage ist. Wir brauchen Einkaufsflächen auf jeden Fall noch. Machen wir die großen mal hier an dieser Straße. Weiß nicht, was das ist, aber wird schon passend sein. Okay. Dieses Viertel mal gerade zumachen. Hier gibt es keine Straße hin, glaube ich. Da ist schon grün. Ja, komm, im Hinterhof, egal, vielleicht wächst da ja doch noch was, oder wächst, ist gut, ne? Baut da einer? Glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein. So, Wohnfläche fehlt. Machen wir die beiden hier noch zu. Ist okay so, ne? Ah, hier ist fraglich, ob du da eine Wohnfläche machen möchtest, ne? Weil gegenüber ist, komm. Gegenüber ist das Industriegebiet, das war, was ich sagen wollte. Da kommt ein Dingens hin. Ein blaues Gebäude machen wir auch gerade. Grün ist noch gefragt. Können hier oben nochmal gucken. So, hier vielleicht ein bisschen zumachen.
Da ist eine nicht angeschlossene Bushaltestelle. Wo fehlt's denn bei der? Komplett oder wie sehe ich das? Haltestelle zum Verlegen ziehen, ja. Da ist auch eine, die nicht geht. Kriege ich das jetzt hier irgendwie hin? Nein. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. So, das bedeutet Haltestelle zum Verlegen ziehen. Okay. Die Haltestelle möchte ich ja nicht verschieben. Ich möchte gerne, dass hier zum Beispiel der Bus lang fährt, ne? Das ist eine Sackgasse hier, ja, ne? Ja, da wird gerade gebaut. Ach, ich weiß, was da passiert ist. Da fehlt die Straße, deswegen kann er da nicht langfahren. Schade, ne? Da ist aber auch sowas passiert. Ich glaube, da ist noch einer drunter liegend. Aber die kriege ich jetzt auch nicht gezogen. Der Bus fährt auf jeden Fall jetzt woanders lang, der grüne. Aber da ist noch irgendwie der blaue auch noch unterwegs, ne? Und dem fehlt gerade die Zuordnung. Weil dieses hier mir irgendwie die Straße da aus Versehen kaputt gegangen ist, ne? Na, das kriegen wir wohl nicht hin erstmal. Ja, hier sieht es noch einigermaßen aus mit 22. Wir kommen langsam Richtung 0. Wir müssten irgendwo noch Geld her haben. Was gibt denn das Budget her? Ja. Wie war denn das hier mit der Zufriedenheit? 83, 72. Gewerbegebiete. Mhm. Büros. Sind schon ausgebeutet, ne? Die gibt's auf 9% jetzt hier. Das sind... Mach hier auch 12. Gucken wir mal, was das Budget dann hergibt. Das war der Wind, den brauchen wir nicht. Das sind die Richtwerte des Bodens. So, das ist ein Park, deswegen wird da nichts angezeigt, alles klar. Ja. Industriegebiet hier. Heller, dunkler. Ah, das ist das Helle. Das ist das Mittlere und das ist das Dunkle. Okay. Hier haben wir Wohngebiet, haben wir 5 Stufen, sonst nur 3. Okay. Sind das auch so viele machbar, aber die sind jetzt gerade nicht vorhanden? Kann das sein? Und wenn du den anguckst, dann sagst du, ja, ist nur eine Stufe, sind nur 2 Stufen, ne? Wo ist die dritte? Genauso wie hier. Hm. Gut. Verschmutzung, ja. Die ist hier, weil Industriegebiet, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Hier ist alles sauber. Da oben ist auch schlecht. Aber sonst ist... Ja, Müll haben wir ausgelagert. Soweit so gut, ne? Also wir sind jetzt hier am Scheidepunkt, ne? Das ist mal grün, mal rot. Es kommt gerade keiner. Jetzt bräuchten wir ein bisschen mehr Industrie, also Arbeitsplätze im Endeffekt. Vielleicht noch. Ist die Frage, wo wir die ansiedeln.
Die brauchen Arbeiter hier. Hier sieht es auch so aus, obwohl da kam gerade einer, ging weg. Ja. Machen wir hier ein bisschen Industrie hin. Da steht schon einer. Weil hier ist ja die Anbindung ganz gut auf der Autobahn, ne? Hier ist er auch ganz gut. So, passt schon, ne? So, das ist auch erledigt. Hier wäre auch noch die Industrie. Wo geht die Straße lang? Die geht dann da hoch, ne? Das noch zu, aber ist schon reichlich, ne? So, jetzt haben wir da erstmal was. Jetzt fehlt es am Kommerz. Haben wir den großen hier. Und den kleinen. Hier ist alles voll. Hier geht noch was. Da war mal Wohngebiet, ne? Ja, das große Wohngebiet, wenn. Aber das wollen wir gerade nicht. Mach da noch einen hin. Oh, da können wir ganze Zeile machen. Zack, fertig. Erledigt. Gewitter. Fast, oder? So. Wohngebiete sind genug da. Leute kommen gerade auch ein paar. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt gehen sie wieder. Blitz und Donner. Ja, die Bedürfnisse der Leute ist dann jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich. Wie ist denn mit unserer zweiten Karteireiterkarte hier? Hier sind wir schwach unterwegs, ne? Bildung, ja. Lass uns jetzt mal gerade nach den Dingensarbeitern gucken, die hier unten waren. Was die für welche brauchten. Wo sind die jetzt hin? Hier war das. Wo ist das hier? Ist das? Hier waren Leute. Nicht genügend Arbeiter. Und zwar Ungebildete. Ja, das ist halt da hinten, das Ungebildete, wenn da was wir machen wollen, ne? Hier ist Schule vorhanden. Kommen wir jetzt wieder da. Ich denke mal, der Straßenunterhalt ist das nächste, was teuer ist, ne? Diesen Blick machen. Gibt es denn Straßen, die man abreißen könnte? Weil die kosten uns ja auch Geld, oder sehe ich das falsch? Diese Straße hier hinten zum Beispiel kostet bestimmt Unterhalt, oder? Kann man aber gar nicht so sehen, ne? Die könnte ich aber abreißen, ne? Die abreiße, ist glaube ich die Straße weg, oder? Lass mal so. Aber man sieht einfach hier besser, ne? Was ist das weniger? Das ist die Frage, ne?
Diese hier zum Beispiel ist wahrscheinlich vollkommen über erstmal noch. Straßenkosten kriegen wir heraus, indem wir hier gucken. 32 Cent die Woche. Für eine Zelle. Wer weiß, wie teuer die Zelle ist. Nun, das ist die einfache. Was haben wir denn hier für eine Straße? Sechsspurige. Kostet dann schon einen ganzen Taler. Ich glaube, das machen wir weg. Gibt es da Linien? Das ist noch die Frage. Stopp, da. Gab es da oben eine Linie? Zum Glück nicht, ne? Ja, und die Brücken kosten wahrscheinlich noch mehr, ne? Mach sie weg. Da brennt's. Aber so wie es aussieht, ist die Feuerwehr da hingekommen, oder? Jo, hat wohl geklappt. So. Weiter auf der Suche. Was? Das soll jetzt nicht gewesen sein, dass das so teuer war, oder? Die Infrastruktur kostet so viel. Krass. Solche teuren Straßen? Muss man eliminieren, oder wie sehe ich das dann? Ja, hier diese Bauwerke unterirdisch und so. Noch teurer wahrscheinlich, ne? Hier zum Kraftwerk eine Boulevardstraße. Okay. Jetzt Straßen finden, die man abreißen kann, ne? Wenn es nicht viel ist, aber vielleicht macht's das aus. Da kann sowieso keiner fahren. Okay, das geht trotzdem noch dann da drauf, ne? Ja, gut, okay. Das heißt, hier hinten die zwei Stücke können wir auch abreißen. Das müsste auch funktionieren, dass die Kreuzung erhalten bleibt. Und die haben eine Zufahrt durch die Mitte. Weg. Das auf jeden Fall weg. Die müssen halt jetzt momentan woanders lang fahren. Da ist ein Haus dran, dann lassen wir das noch. So, das ist dann auch noch okay. Jetzt ist aber komischerweise 13.000. Ist wieder mehr während, aber lass mal so. So, weiter nach Straßenausschau halten, die wir nicht brauchen. Ja, das wäre schon echt zu überlegen, ob wir die brauchen oder nicht, ne? Hier sind Häuser hingekommen und da nicht. Der Kommerz hat da tatsächlich gebaut. Gucken, ob er da immer noch baut. So. Wieder nach Straßen gucken. Jetzt sind wir bei 13.000. Interessantes Bauwerkzeug, ne? Was da jetzt für Hilfslinien dabei kommen. Oh, krass, oder? Okay. Aber wir wollten gucken, wo wir was abreißen können.
Und ich glaube, wir können hier drinnen diese Straße wegmachen. Und ich glaube, das kann auch weg. Oh, ich glaube, jetzt haben die da keinen Anschluss mehr. Naja, egal. Ja, diese sind jetzt weg. Okay, ist passiert. .000 miese momentan. Warum waren da denn so gute Einnahmen vorhin? Da stellt sich die Frage für, ne? Infrastruktur kürzen. Die können trotz alledem dann noch lang fahren. Ja, der dicke Straße zum Kraftwerk hier, ne? Das ist vollkommen unnötig gewesen. Komm, die teure Brücke kommt erstmal weg hier. Das lassen wir stehen, weil das ist so eine fertige Kreuzung gewesen, ne? Aber auch teuer aufgebaut. Was der Feldweg wohl kostete. Hier lohnt es gar nicht eigentlich, ne? Das ist ein Trecker, tatsächlich. Die Straße für aufrecht zu erhalten, ne? Die abreißen, sind sie weg. Das ist so. Hier dieses grandiose Bauwerk. Bis dahin lassen wir es. Sind jetzt 16.000, trotz alledem. Die Straßen waren nicht das Problem. Also, die kosten auch Geld, wir verhindern, ist klar, passt, würde ich sagen. Soll so sein. Gut. Hier hinten ist noch was abzureißen. Hier braucht gar keiner drauf fahren. Ja, kann weg, kann weg, kann weg. Lass das so. Hier sieht's ähnlich aus, da braucht auch keiner drauf, ne? Das ist auch so ein fertiges Kleeblatt. Hier sieht's ganz krass aus mit der Straße. Ja, gut. Dann würde ich erstmal sagen, soll das soweit reichen? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.